So, ich habe gerade den die Überschrift für das Video gefunden. So ein Mist. Gut, und damit dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Samstagsfolge, ja Leute, wir haben sie noch mit drauf. Damit herzlich willkommen und ja, Chaos, chaotisch, geht's weiter, planlos, gerade auch ein bisschen. Mir fehlt gerade der Faden. Ich gebe ab, Leute, viel Spaß beim Zugucken. Ja, Leute, dann nehme ich den Faden auf, möchte euch herzlich begrüßen hier bei Chaos und Planlos. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video und dann, meine Freunde, lasst uns mal loslegen. Jawohl. So. Ach genau, hier. Genau, da war ich ja dabei. So, die letzte Folge konnte ich mich ja davor noch drücken, aber jetzt geht's voll in die Scheiße hier. Was tun wir nicht alles für euch? So, jetzt wollen wir gucken, ob der das alles so richtig aufnimmt, wie ich mir das gedacht habe. Hätte ich mir eigentlich noch einen größeren Hänger für holen können, ne? Wenn ich mir das gerade so angucke, was hier so drin ist. Ich weiß es nicht. Was hast du denn jetzt für länger? Da wird das ja schon mit dem Befüllen eine echte Herausforderung. So Leute, ihr hört das. Lasst uns mal auf dem Hof und uns das angucken. Ja, eine Gabel und ist voll. Da hätte ich mal echt einen größeren nehmen Ach, können, du aber hast den egal. kleinen. Nee, komm, weißt du, warte mal, Moment. Warte mal, den mache ich jetzt leer und dann tausche ich den mal aus. Das macht ja Weil keinen so Sinn. macht das ja gar keinen Nee, Sinn. nee, Anhänger, so, lass mich mal gerade gucken. Da macht das keinen Sinn. So, ich würde sagen, wir nehmen, wenn du dir gleich einen Trecker nehmen wollen würdest, kannst du ja mal. Also damit fahre ich jetzt nicht zu den zentralen Transporten. Den verkaufe ich hier bei uns am Feld und dann holen wir den dickeren, ne? Kriegen wir hier Glück drauf? Ja. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns mal den Hänger hier. Na, wir haben da noch einen größeren, glaube ich, oder nicht? Ja, ich würde sagen, den nehmen wir dafür, weil ich glaube, der andere, der ist vom Aufladen ein bisschen zu speziell. So, Hänger haben wir. Ach so, jetzt muss man mal gucken. Wie kriegen wir denn jetzt den Ollen Ballen da weg? Zum Händler. Ist da was zum Abholen? Ja, da ist was zum Abholen, ja. So Leute, dann machen wir mal einen kleinen Ausflug, ne? Kommen wir mal wieder runter vom Ich Hof. weiß nicht, ob der Kleine
das hin, ob der Kleine was bringt. Schnapp dir mal lieber den grünen, der hier steht. Wo ist das? Der John Deere hier? Oder ein Klaas? Ne, John Deere, ne? Ja. Schnapp dir mal den. Ich glaube, der Kleine packt das nicht. Später. Dann suchen wir mal den John Deere. Bei den beiden Düngegeräten, wo der Mähdrescher zuerst stand. What? Obwohl. Warte mal, das hatte ich auch schon länger vor, ne? Jetzt können wir es gerade mal wagen. Warte mal, ich hole mal einen neuen Trecker. Ich habe das sowieso schon länger vorgehabt. Dann haben wir den Trecker da hinten gleich mit beistehen. Ich meine, ich habe ja hier auch noch den John Deere am Forst stehen, ne, weißt du? Aber da ist Schild und Dings dran, aber den, ja, weiß ich nicht. Wolltest du einen neuen? Ah, du hast schon. Okay. Hatte ich eh vorgehabt, also dauerhaft. Das war, ich wollte eigentlich sogar, jedenfalls sogar noch einen zweiten noch mit dabei haben, aber ich glaube, dem sind erstmal ganz gut dabei. Bisschen, dann machen wir mal ein Bild weg. Ja, nee, der Hänger jetzt, der ist echt ein bisschen klein dafür, ne? Weiß gar nicht, wie viel passt in den kleinen rein? 4000? Oder so? Viel mehr Liter Habe ich jetzt nicht geguckt, ne? Ich mache gerade hier so ein von Ort zu Ort jump ich hier gerade. Okay. Ein bisschen Fahrzeug zappen. meinst du, so weit brauchen wir? Der hat auf jeden Fall ordentlich Rums. Und wenn du damit später wirklich die großen Hänger ziehst, wenn die voll sind, ja, dann macht das schon Sinn. Der hat auch ich ordentlich mein... PS, also alleine hier später, wenn der eine Saatmaschine hinten dran hat von den großen, dann können wir schon mal wieder gut auch an Geschwindigkeit rausholen. Doch, das macht Sinn. Fahren wir mal auf Ketten heute. Ja, und ihr wisst ja, was jetzt kommt. Na. Und weiter geht's. Das gibt's doch gar nicht. Der Ballen wird schon wieder nicht verkauft. So, eine Sache ist natürlich ganz cool jetzt. Dadurch, dass wir wirklich die kompletten drei Folgen für die Woche an einem Tag hinkriegen, habe ich dann nämlich Zeit, morgens mich noch hinzusetzen vor der Arbeit. Und noch ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Und beim nächsten Mal sehen wir mal zu, dass wir nicht eine Stunde Vorlauf brauchen. Ja, ich hoffe, also, wie gesagt, das ist die Allgemeinlösung, wenn wir ein bisschen mit den Sprachen ein bisschen spielen. Ich hoffe, damit sparen wir uns das mit dieser Stunde Vorlauf immer. Ein bisschen wollte ich noch auf New England auch mit die Karte noch ein bisschen weiter aufdecken. Ja, das zappelt ja wieder so. So, jetzt noch ein bisschen schubsen.
ist aber übelst am Längen gerade wieder. Ja, ich merke das auch gerade. Es ist am Längen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wieder online auf den Servern sind, weil das Problem mit den Servern scheint ja mittlerweile richtig verbreitet zu sein, dass die sich eigentlich auch, dass sie eigentlich auch gar nicht auf die Menge an Multiplayern vorbereitet waren. Oder ist ja, glaube ich, schon seit 2020, 2021 oder so, wo man halt immer wieder gelesen hat, teilweise man kam gar nicht drauf oder nur am Laggen oder wird nicht angezeigt. Und wo wir angefangen sind, hat er mir zum Beispiel schon irgendwie 22.000, 23.000 Spieler angezeigt. Interessant. Bei Leute ist. Okay. Ich habe hier noch 16 Liter Mist drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Was? Ja, und ich wollte die gerade zuklappen und kann es nicht. Weil Gabel voll, aber nee, die ist leer. Ja, ja, jetzt habe ich gerade gesehen, es sind noch 16 Liter drauf. Und ich wundere mich gerade, warum ich nicht zuklappen kann. So, dann werde ich den Klaas mal wieder parken. Solange du dabei bist. Nächsten Monat, spätestens übernächsten Monat, können wir wieder richtig in die Vollen gehen mit der Landwirtschaft. Dann können wir ja nämlich schön wieder mit dem Mähdrescher, da haben wir alles vor uns. Dürften hier die Felder nicht auch so weit sein. Stehen lassen. Also, ich glaube, wir müssen mich mal wieder ein bisschen füttern. Problem ist, höher kriegen wir den nicht. Müssen wir das so machen, ne? Oh, ist er doch zu hoch? Ja, geht so gerade, der okay, kibbelt, kibbelt ein bisschen, aber... warte mal kurz. Ich glaube, das können wir doch ungemein vereinfachen. Warte mal gerade. Kleine Laderampe gehabt. So, ich habe gerade den die Überschrift für das Video gefunden. So ein Mist.
Hier gucken wir mal von innen. Ja. Ist denn nicht, wo es vorbei gewesen sein soll? Ne, gut, da müssen wir nochmal nachlegen. Dann stellen wir da durch meine Laderampen mit auf. Das macht es dann einfacher. Da hätte er schon fast wieder Übergewicht gekriegt. Wie schön er am Schunkeln ist. Noch was reinpasst, müssen wir eben gucken. Ne? Ganz klein bisschen, aber wisst ihr was, dann machen wir das jetzt so. Zum Fressen gehabt. Oh, oh. Ach so, Mensch, wo ist denn der Baumwollpflücker? Da. Ganz schnell an die Seite fahren. So, dann müsste das jetzt gleich hier rechts rein sein. Na guck mal, die Millionen haben wir auf jeden Fall schon wieder. Müssen wir mal gucken, wo das jetzt gleich hier ist. Ne?
Ja, so eine Fuhre hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. 2200. Oh, mehr als 30.000 Liter Gülle. Da haben wir nur draußen 800 für gekriegt. Ja. Also in jedem Fall profitabler. So, jetzt hiermit nochmal ein paar Grasballen draufpacken. Mit der Silagegabel. Ich bin eigentlich immer wieder verwundert, wie schnell manchmal so eine halbe Stunde vorbeigeht, ne? Ja, wir haben auch noch ein paar Minuten, 10 Minuten, 8 Minuten, ja. Dann sind wir mit der Folge auch schon wieder am Ende, ja, stimmt, ja. Ja, ich bin auch noch nicht wieder am Hof. Ich will ja erstmal das neue Fahrzeug gleich hier. Aber solange die Zeit schnell vergeht, macht es auch Spaß, ne? Das ist der andere Punkt dabei. Ja, am Straßenrand, okay. Ich habe gedacht, da lag was rum. Deswegen auch gerade bei hier Way of the Hunter oder Call of the Wild oder sowas. Also wenn ich da anfange, ist meistens immer mindestens eine Dreiviertelstunde oder ganz oft, dass eine Dreiviertelstunde auf einmal vorbei ist. Weil du das in einer halben Stunde kriegst du kaum Content rein. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so, ja. So, dann habe ich ja heute richtig viel verschiedene Sachen gemacht. Jo, Fast alles stimmt. außer Bäume fällen. Okay, ich sag mal so, die letzten beiden Folgen, also diese und die vorige Folge, da war ich ja wieder viel mit anderen Klamotten unterwegs. Die nächste Folge müsste ich dann echt mal wieder gucken. Obwohl hinten sind auch noch so viele Bäume, die müssen auch noch weg. Ne? Da sind auch noch nicht alle Bäume wieder aus hinten am Wald, die da rumstehen. Die müssen auch noch. So, dann lass uns hier nochmal eben gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? So, dann werde ich gerade die Lohnarbeit hier auch noch kurz beenden. Das ging auch noch schnell hin. Also bei Needle und Stitch. Wo muss der Kram denn hin? So, der will das Feed and Grain Sauce. Okay, wo haben wir die denn? Oh, und hier müssen wir auch dran. Wir müssen die Kleidung verkaufen. Okay. Und da fehlt nämlich schon wieder Stoffe für die weitere Produktion. So Leute, dann wisst ihr Bescheid, was nächstes Mal alles ansteht. Hier Kleidung verkaufen, Stoffe dazu bringen, damit das hier weitergeht. Beim Needle und Stitch. Guck mal, was hier noch rumsteht an Baumwolle, ist ja schon der Hammer. Ja, und Die einmal haben wir noch Stoffe. Baumwolle, die so nicht verkauft wird, ne?
Können wir vielleicht nochmal auf andere Verkaufsstationen rüberschieben? Oh, ja, können wir machen beim nächsten Mal dann alles, ne? Genau. So, so Bretter. Grad gucken, dass wir hier, muss ich noch einmal schubsen, gucken. Beim nächsten oder übernächsten Mal auch wieder auffüllen. Also gibt noch einiges zu tun. Oh ja, wir müssen vor allem noch Stroh besorgen. Also entweder haben wir gleich Glück in der nächsten Folge dann, dass wir Weizen ernten können und dadurch Stroh bekommen. Oder wir müssen nochmal Stroh kaufen für die Kühe. Da hinten, so, hier kann man nämlich ja schon mal zurückfahren auf dem Hof. Die Lohnarbeit ist abgeschlossen. Alle drei Aufträge. Perfekt. Kam noch mal ein bisschen Geld rein. Apropos abschließen. Schließen wir auch mal gerade ab. So, wo ist unser Hof? Da hinten. Hier haben wir noch 10, 11 Bäume, 12 und da hinten auch noch mal einer, 13. Okay, aber die sind ja eigentlich alle Nadelbäume, da heißt, da kann ich dann hinterher mit dem Harvester dran. Da kann ich mit dem Harvester dran. Damit haben wir nämlich nur noch, hier sind auch noch. Der müsste aber eigentlich auch ganz gut funktionieren. Auch. Damit haben wir eigentlich nur noch zwei Bäume, die wir mit der Poltergabel wegkriegen müssen. Okay, Leute. Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Chef schon weg? Hallo? Chef? Nee, ich bin gerade auf dem letzten Zügen hier, letzten 100 Metern vom Hof. Ich bin nämlich mit dem Mähdrescher hier auch fertig. Dann kann der noch sauber gemacht werden und dann bin ich damit auch erstmal durch. Ja, dann müssen wir nämlich abschließen. Genau. Ja, Leute, und was von der Donnerstagfolge auf die Samstagfolge mit dem Daumen drücken ist, ne, dürft ihr dann auch jetzt weiterhin tun, denn die drei Folgen von dieser Woche haben wir wie am Stück aufgenommen. Jetzt ist halt das große Bangen, ob es nächste Woche auch wieder klappt. Drückt schön mit die Daumen und dann kriegen wir das dann auch hoffentlich in den Griff. Und ja, damit würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einen Abo, wenn noch nicht geschehen, für uns beide. Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao. Ja, liebe Leute, auch ich will mich für heute von euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Denkt dran, bald ist Weihnachten. Ein Abo mit Schleifchen nehme ich gerne. So, macht's gut, liebe Leute. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.